Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Yakinator. Und natürlich Yakinator, dem Imperator. Und Amulius Julius, unserem krassen Hoffnungsträger. Ja, und ich habe mir gedacht, ganz schnell, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Es wurden ein paar Tipps dagelassen, also zwei oder einer. Ich glaube, es war nur einer. Deswegen habe ich mir gedacht, ach, die Entscheidung ist gefallen. Wir werden uns ganz aggressiv nach Norden ausdehnen. Und zwar mit Amulius Julius natürlich. Und natürlich mit einer zweiten, noch zu gründenden Armee. Und diese Armee, seht ihr ja gerade, die entsteht hier. Und ich habe mir auch gedacht, diese Kavallerie und diese Hunde, die da rumhängen, die werden wir mal hierhin abziehen. Und dann werden wir praktisch erstmal diese Rebellenstadt... Ach nee, Quatsch, wir können ja einfach hier durch und dann die Gallier erobern und ihnen in den Rücken fallen. Und hier die restlichen Städtchen noch auslöschen. Naja, das kennt ihr ja halt von mir. So, und bald ist da auch unsere Baracke fertig. Da können wir dann bald auch ordentliche, also hier in Massilia, da können wir dann bald auch ordentlich Truppen rekrutieren. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es diesmal super gut. Nee, jetzt ist es noch nicht so weit. Aber wenn wir unser Reich expandieren lassen, dann ist es irgendwann an der Zeit, eine neue Hauptstadt zu wählen. Denn ich glaube, Segesta ist gerade unsere Hauptstadt. Das geht gerade noch so. Liegt einigermaßen in der Mitte. Aber irgendwann, denke ich mal, wird Massilia oder Nabo Mauritius meine neue Hauptstadt werden. Und die Hauptstädte werden sich dann ab und zu mal verändern, je nachdem, wo wir gerade sind. Am besten ist natürlich hier die Hauptstadt zu haben. Mal sehen. Das liegt ja so, oder hier so, das liegt ja alles so relativ in der Mitte der Karte. Also hier so in diesem Knotenpünktchen. Da ist es eigentlich ganz sinnvoll. Am Ende des Spiels natürlich, wenn wir die gesamte Welt beherrschen und so weiter. Okay, Ariminum. Und ich habe mir gedacht, um hier die Armee schnell genug zusammenziehen zu können, machen wir das einfach so. Wir senken einfach mal die Steuern. Okay, und wir haben gute Finanzreserven. Insofern dürfte uns das nicht allzu doll wehtun. Und wir können ja produzieren. Und dann wird es den Städten schon wieder gut gehen. Ich meine, in Ariminum sind sie jetzt schon zufrieden. Okay, also hier drei Hastati hin praktisch. Jetzt ist in Ariminum die Kacke am Dampfen. Und in Patavium wird wahrscheinlich auch gleich die Kacke am Dampfen sein, wenn ich hier die Leutchens hinschicke. Okay. So, der darf sich leider nicht mehr bewegen, sonst hätte ich den auch noch hingeschickt. Ja, und dann... Ja, dann nehmen wir die noch mit. Und dann ist das schon eine ansehnliche Armee, da müssen wir bloß nochmal gucken. Nehmen wir hier diesen doch relativ erfolglosen Stadtverwalter mit? Ja, ich glaube schon. Das ist unser neuer General, unser neuer Hoffnungsträger. Mit 24 Pferden. Ah, und der ist ein Steuereintreiber. Okay. Also eigentlich ist er ein guter Verwalter. Naja, okay, er hat noch einiges vor sich. Wir gucken einfach mal. Können wir hier eigentlich schon Barbaren rekrutieren? Oh, drei barbarische Söldner. Ich glaube, das werden wir uns mal zu Gemüte führen. So wie... Ja, genau, so machen wir es. Und dann passen genau noch die zwei anderen Truppchen hier rein. Und wir haben unsere riesige Armee, die auf, ja, die dann gen Norden ziehen wird. Und hier im Gallia-Lande Verwirrung stiften wird, wie immer. Mit Yakinator dem Weisen. Okay, Limonum, da wird bereits produziert. In Arretium, tja, wie gesagt, also, wir können ja mal gucken. Es dauert ja eigentlich auch nur noch eine Runde, bis dieser neue Palast fertig ist. Und dann ist die Stimmung dort vielleicht auch schon ein bisschen besser. Ich meine, alle anderen Städte, die schon ausgebaut sind, nämlich die hier, ja, die Städte, da ist die Laune überdurchschnittlich gut. Auch in Segesta ist bisher noch alles am, ja, am friedlich sein, sage ich mal. Trotz sehr hohen Steuersatzes. Okay, ja, das war's eigentlich schon. Runde beenden, würde ich jetzt mal sagen. Ach so, nee, Quatsch. Wir müssen noch eins machen. Wir müssen mal diesen blöden Tempel zerstören. Haha! Und dann bauen wir einen römischen Tempel dahin. Und zwar einen, ja, oh, ich sag mal hier, Ceres. Ceres kriegt das hin. Jetzt sind die da zwar stinkesauer, aber das macht mir nichts aus. In der nächsten Runde ist alles wieder in Ordnung. Der Tempel, das ist ja nur, das dauert ja nur eine Runde. Und Amulius darf sich schon mal in Richtung Feind begeben. In Richtung nächstes gallisches Dörflein. Ja, das einzige Problem, das wir hier haben, ist, dass eventuell noch eine gallische Armee von hier kommt. Und dann versucht, Limonum anzugreifen. Und das müssen wir natürlich verhindern. Auch in der nächsten Runde, wenn wir dann Baracken haben hier. In Nabo Mauritius können wir leider noch gar nichts so großartig rekrutieren. Ich glaube, wir schicken mal diese Söldner. Ach, wir können ja auf jeden Fall mal unser Fort. Ja, unser Fort werden wir mal... Können wir das eigentlich auch abreißen? Also das wäre mir am liebsten, wenn wir das abreißen könnten. Doppelklick. Ach. Tja, das können wir anscheinend nicht mehr abreißen. Ich habe normalerweise immer keine Forts gebaut bei Rome Total War. Deswegen bin ich da jetzt einigermaßen ratlos und ja, wir machen mal hier schnelle Eingreiftruppe. Tülü. Und
gucken, was da los ist. So. Dann müssen sich die aber jetzt hier richtig beeilen. Dann schicken wir hier doch noch einen von denen nach Narbomatius. Nicht, dass dann die Spanier uns noch in den Rücken fallen. So, und ja, das war's dann aber wirklich. Oder? War's das wirklich? Haben wir in Massilia etwa auch noch irgendwelche Tempel? Nee. Narbo? Ach, in Narbo steht auch noch so ein Barbarentempel. Gut. Das heißt, abreißen und neu bauen. Wir machen das richtig gut hier mit der Missionierung. Wir verbreiten unseren Glauben überall hin. Egal, ob die Leute wollen oder nicht. Schließlich bauen wir denen ja die Straßen und Schulen und Amphitheater. Zwar auch erst in, naja, ein paar Jährchen. Das werden einige aus der aktuellen Generation hier gar nicht mehr miterleben. Aber es zahlt sich bestimmt aus. Ja, ganz bestimmt. Und, Tüdelü, jeder wird davon profitieren. Wie in der realen Welt. Und jetzt sind die Gallier dran und schicken ihre Diplomaten hier überall hin. Wollen die etwa meine Städte bestechen und zum Aufgeben zwingen? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Denn die finanziellen Mittel dieser Herren werden arg begrenzt sein. Nein! Flavius Julius ist gestorben. Unser Anführer, das gucken wir uns gleich an. Oh. Piraten. Die wollen mich doch nicht etwa blockieren. Naja, können sie eigentlich auch gar nicht. So, was ist denn eigentlich mit dem anderen Schiff hier? Das hat sich immer noch nicht bewegt. Ach, wir hatten noch eine Mission. Nicht, dass die Mission jetzt gleich fehlgeschlagen ist in der nächsten Runde oder so. Wir sollten die doch angreifen. Ach, schon wieder der Weg blockiert. Was ist denn hier los heute? Da kommen wir gar nicht vorbei. Verdammt. Die Spanier, die sind ja ausgefuchst. Okay, ja, wir arbeiten jetzt erstmal die Nachricht ab. 4345, das war zu erwarten. Stoische Philosophie, ja, sehr schön. Die römische Größe kennt natürlich auch keine Grenzen. Ah, wir sind das fortschrittlichste Volk. Und ja, wie schon gesagt, unser Anführer ist leider gerade gestorben. Und der neue Anführer ist Lucius Julius. Und der hängt in Ariminum rum. Okay. Nun denn, neuer Anführer. Der hat natürlich auch gleich mal ein paar Sternchen dazu bekommen. 45 ist er schon. Aber Einfluss, naja, geht so. Hm, ja, also in den weniger bedeutenden Gegenden der Welt hat sein Wort Gewicht. So wie es hier aussieht, so wie es hier geschrieben steht. Tja, obwohl die richtig Mächtigen ihn natürlich irgendwie auch ignorieren. Okay, daran müssen wir arbeiten, Leute. Daran müssen wir arbeiten. So, und Dingsbums. Wir müssen noch eh hier lang. Können wir schon mal hier hingehen. Sehr schön. Und vereinigen uns dann gleich mal mit dieser kleinen Ersatzarmee. Und jetzt haben wir schon, jetzt haben wir zwei Kavallerie, drei Kavallerieeinheiten, eine Hundeeinheit und ganz viele Hastati und ein paar Plänkler. So ist das gut. Oh, und es wurde viel gebaut, in Arretium zum Beispiel. Da wurde der Gouverneurspalast endlich fertiggestellt. Oh, wie lange ich darauf gewartet habe. 85% Zufriedenheit und wir bauen natürlich gleich mal den großen Tempel. So, Milizbaracken. Ah, in Massilia. Super, 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 super. Hm, wir können Hastati bauen und wir können Hastati fortbilden. Endlich. Endlich haben wir hier auch einen ordentlichen Stützpunkt. Das heißt, hier wird auch erstmal der Tempel gebaut. Und dann natürlich in neue Einheiten investiert. So, hier geht nichts. Wie? 105? 105 ist völlig in Ordnung. 105 Zufriedenheit. Und hier sind es nur 70. Was machen wir denn da? Na gut, wir hatten ja ein paar Truppen abgezogen. Also, ja, jetzt ist schon besser. Jetzt wird was, wo was rekrutiert wird, da sind sie dann wieder zufrieden. Sehr schön. Okay, damit wäre das abgearbeitet. Und hier wurden natürlich wieder die Einheiten hergestellt. In Patavium die Hastati, in Arretium die Equites. Und die schicken wir wirklich auch gleich mal nach Westen. So, und hier ganz viele diplomatische Bündnisse geschlossen. Aha, die Julier haben ihr Bündnis mit den Griechen gebrochen. Warum denn das? Ach, die anderen Römer, oh Gott, die anderen Römer, die haben die Griechen angegriffen. Jetzt sind die Griechen dran, man sieht's. Die werden hier ein bisschen zum, nee, wo sind denn die Griechen? Hallo, griechische Städte? Ach, da. Ja, also die haben irgendwie nur noch eine Provinz, so wie es aussieht. Ich guck gleich mal. Ja, nee, 2, 1. Dann gehört ihnen natürlich noch Athen. Ach, und da unten auch noch. Okay, die hatten bloß dieselbe Farbe hier. Egal. So. Oh, und Germanien und Gallien haben ein Bündnis erklärt. Das bringt uns jetzt natürlich in eine prekäre Situation. Wenn wir jetzt Pech haben, dann greifen die von allen Seiten gleichzeitig an. Aber nicht mit mir. Wir werden hier schön die Sachen aufbauen. Noch ein paar Reiter. Wieder ein paar Plänkler. Dann noch Hastati. Und wir werden das jetzt auch einige Truppen mal Richtung Patavium entsenden. Denn Patavium ist im Moment sozusagen direkt hier an der Front. Ich
meine Mediolanum eigentlich auch, aber da sind sie ja geschützt natürlich durch diese riesige Armee. Das heißt, wir werden aus Mediolanum wahrscheinlich auch gleich mal wieder ein paar Truppen abziehen. Und zwar diese und nach Patavium buxieren. Gut. So, auch die Pferde dürfen nach Patavium oder... Ja, doch. Ja, bevor wir Truppen nach Westen schicken, müssen wir unser Heimatland natürlich ein kleines bisschen verteidigen. So, dafür ist die Stimmung jetzt im Keller. Ja, aber das wird in einer Runde auch wieder vergehen. Hauptsache hier in Patavium sind wir ein bisschen sicher und werden nicht dauernd angegriffen von irgendwelchen anderen Leuten. Oh, und... So, Narbomatius, da sollte es hingehen. Das war diese eine Hastati-Einheit. Ja, die wird da dringend gebraucht in Narbomatius. Da hängen nur 4 Einheiten insgesamt rum. Okay, Lemonum. Ja, da waren wir vorhin schon. Gut. Okay. Was macht unser Schiff? Ach, hier wird immer noch alles von den Spaniern blockiert. Ach, nee. Dann müssen wir das mal abblasen. Das schaffen wir eh nicht mehr. Da bauen wir dann lieber oben ein Schiff und dann wird das gut. Was? Keine Kontrollzone? Och, was? Kann ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen oder wie? Willst du mich veralbern? Jetzt müssen wir erstmal diese spanische Navy angreifen anscheinend, weil die sich gegenseitig blockieren. Das gibt's ja. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja so eine richtige Pattsituation. Eigentlich wollte ich mit denen gar keinen Krieg anfangen, aber wenn sich's nicht vermeiden lässt und wenn die Spanier im Endeffekt da gar nicht weggehen, wenn die es immer besetzt halten, dann werde ich natürlich zu entsprechenden Schritten greifen. Okay. Und ich habe mir auch überlegt, wo denn das gallische Dörfchen sein könnte. Ich schätze mal, es wird sich hier irgendwo befinden. Nämlich da. Okay, wir werden mal unseren Diplomaten dahin schicken. Ja, nee. Ach, keine vernünftigen Optionen. Gut, dann werden wir natürlich mal die Spanier auch ein bisschen bezirzen. Ab nach Dingsbums, in diese spanische große Stadt. Achso, es könnte uns übrigens übel genommen werden, wenn wir jetzt... jetzt sind wir schon auf spanischem Territorium. Das ist natürlich ungünstig. Das ist nicht gut. Wir hätten mal außenrum gehen sollen. Das würden die Gallier wahrscheinlich dann auch machen. Okay, aber weiter geht's. Und ich hoffe, jetzt kommen mal hier auch ein paar größere Städte, denen man sich ganz ordentlich zuwenden kann. Ah, Condate Redonum. In Condate, da werden wir unsere nächste Schlacht schlagen, liebe Leute. Hoffentlich werden wir gleich angegriffen hier von der Seite, von diesem einen Typen. Ja, okay, hier könnten wir auch wieder rekrutieren. Also an Nachschub fällt es uns erstmal nicht. Das Problem bei diesen Söldnereinheiten ist natürlich, die sind immer so ein bisschen, naja, wankelmütig. Und der Moral ist halt nicht die höchste. So, du kannst eigentlich noch dahin gehen, sehe ich gerade. Gut, und hier wird weiter produziert. Auch in Arretium wird weiter produziert. Und da kommt ja auch bald der Tempel. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Ich habe auch das Gefühl, die Barbaren, die wir vor einer Session da hatten, die sind da immer noch. Das gibt's doch nicht. Die machen uns hier unsere ganzen Handelsversuche irgendwie zunichte. Das heißt, wir bauen mal das hier und das hier. Und dann, wenn wir da irgendwann auch nochmal eine kleine Armee zusammenstellen und die Barbaren da wegfegen. So, und ja, jetzt ist erstmal alles getan, so wie es aussieht. Und wir werden die Runde beenden. Tülü! Die Fanfare erklingt und die Gallier reagieren. Mhm. Sie verschanzen sich auch in dieser Stadt. Das soll mir recht sein. Ich denke mal, es müsste eigentlich machbar sein. Also, wir gucken mal, wer da alles drin ist. Ach, alles nur Warband. Na gut. Ich denke mal, Amulius Julius wird es schaffen, Condate Redonum einzunehmen. So, die Handpumpe wurde erfunden. Wunderbar. Die Pest in Mazedonien. Oh, und ab jetzt geht's mit der Pest los. Die breitet sich hier irgendwann aus und wenn jemand infiziert ist, dann infiziert er alles, was um ihn herum ist. Und jetzt sind auf einmal die Ägypter die fortschrittlichste Zivilisation hier. Das kann auch nie sein. So, in Mediolanum wurden endlich mal die Baracken erbaut. Gut, ich glaube, in Mediolanum werde ich jetzt erstmal einen Tempel erbauen. Sonst lassen die mich hier über die Klinge springen oder was. So, Arretium. Rekrutierungsbericht. Gut, es wurde sehr viel rekrutiert. Das ist gut. Natürlich nicht für unsere Finanzen. Um unsere Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, müssten wir jetzt langsam auch mal wieder anfangen. Städte zu erobern. Aber das machen wir alles. Da seid euch mal sicher. So, dann die noch. Wie spät haben wir es eigentlich? 256 vor Christus. Aha. Manometer. Das geht aber richtig schleppend. Irgendwann kommt diese tolle Heeresreform. Vielleicht noch in dieser Session. Ich weiß nicht. Also so lang wird die Session jetzt auch nicht sein. Ich gucke mal ganz schnell auf die Uhr. Ah,
Wir haben noch geschlagene 20 Minuten und dann werde ich diese ganze Geschichte wieder abbrechen. Also ich denke mal, hier wird so die erste Folge zu Ende sein oder so. Ich kann ja mal eine kleine Kunstpause machen. So. Und ja, wie gesagt, wenn ich das dann wirklich so schneide, dann fühlt sich das dann perfekt und nahtlos an. Also Kunstpause ab jetzt. So, und jetzt bin ich wieder da zu der imaginären nächsten Folge. Vielleicht auch der richtigen, ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie ich es schneide. So, und tüdelülülü. Hier, da ist noch eine Armee. Und wir gehen mal schnell weg von den Spaniern. Wir gucken mal lieber. Ja, genau das habe ich mich erwartet. Dass hier noch irgendwelche Gallier rumhocken. Und ich wette, die greifen uns dann auch bald an. Und wir werden natürlich zum entscheidenden Gegenschlag ausholen. Und im Gegenzug dann diese Stadt irgendwann auch angreifen. Okay, was können wir hier bauen? Wieder mal nichts. So, Kondate. Wie gesagt, also Kondate wird jetzt unser Ziel sein. Aber vorher bringen wir hier noch unsere ganze Organisation so ein bisschen in Ordnung. Hier natürlich Hastati. Hätte ich beinahe vergessen. Das wäre nicht gut. Mediolanum. Ne, da können wir immer noch nichts bauen. Aber wir haben ja hier unsere... Was ist denn das? Was ist denn das? Wo sollten die denn eigentlich hin? Ach, die sollten auch nach Patavium. Gut, jetzt hätte ich die auch nach unten schicken können. Wahrscheinlich wird in Patavium eh keiner angreifen. Aber dann warten wir lieber noch ein, zwei Ründchen und dann ist das hier alles gedeichselt. Und dann können wir meinetwegen auch hier so eine Armee zusammenstellen aus Ariminum und Aretium. Da wird ja fleißig gebaut. Ach, in Ariminum wird gar nichts gebaut. Das sehe ich aber gar nicht gerne. So, jetzt aber. Und ja, dann ist wieder eitel Sonnenschein. Haha. Super, super, super. So, hier können wir nicht angreifen, aber hier werden wir jetzt angreifen. Und macht euch auf eine spannende Schlacht gefasst. Los geht's. Ich hoffe, das schaffen wir, bevor meine Festplatte voll ist. Haha, das ist noch ein weiterer Faktor. Ich habe mich noch die Mountain Blade Session drauf, noch nicht ganz fertig gerendert.